Ein Transformer-Star auf Wolke 7, ein verliebter James-Bond-Darsteller und eine Wiederholungstäterin. Heute für euch Stars, die sich am Set verliebt haben. Nummer 1. Shia LaBeouf und Carey Mulligan. Die beiden Schauspielstars Shia LaBeouf und Carey Mulligan lernten sich bei den Dreharbeiten zum Remake von Wall Street, Geld schläft nicht, kennen. Kurz darauf waren der Transformer-Star und die Gatsby-Darstellerin ein Paar. Ihre Liebe war kurz, aber intensiv. Nach gerade mal einem Jahr trennten sich die beiden wieder. Die Erklärung zum Liebesaus: die beiden waren einfach zu unterschiedlich. Nummer 2. Daniel Craig und Rachel Weisz. James Bond-Schauspieler Daniel Craig und seine Schauspielkollegin Rachel Weisz sind schon seit über 10 Jahren zusammen. 2010 lernten sich die beiden bei den Dreharbeiten zum Film Dreamhouse kennen und lieben. Im Film spielten die beiden ein Ehepaar, das in ein neues Haus zieht. Im echten Leben waren sie auch bald verheiratet. Nur ein Jahr nach dem Kennenlernen folgte die Hochzeit im Jahre 2011. Ihr Glück wurde perfekt, als im September 2018 ihre gemeinsame Tochter auf die Welt kam. Nummer 3. Channing Tatum und Jenna Devon Tatum. Hollywood-Beau Channing Tatum und seine Kollegin Jenna Devon lernten sich im Jahr 2006 beim Tanzfilm Step Up kennen. Kurz darauf machten sie ihre Beziehung öffentlich. Nur zwei Jahre später folgte die Verlobung. Im Jahr 2009 gab sich das Hollywood-Traumpaar dann das Ja-Wort. Gekrönt wurde das Familienglück, als im Jahr 2013 die gemeinsame Tochter Everly zur Welt kam. Allerdings hielt das Glück nicht ewig. 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt. Nummer 4. Angelina Jolie und Billy Bob Thornton. Schauspielerin Angelina Jolie drehte mit ihrem Kollegen Billy Bob Thornton 1999 den Film Turbulenzen und andere Katastrophen. Dabei hat es bei den beiden kurz gefunkt. Kurz darauf machten die beiden ihre Beziehung bekannt und stellten ihre Zuneigung öffentlich zur Schau. Angelina ließ sich sogar ein Tattoo vom Namen ihres Partners stechen. Im Jahr 2000 heiratete die Schauspielerin ihren 20 Jahre älteren Kollegen. Doch die Ehe hielt nicht lange. Drei Jahre später ließen sie sich wieder scheiden. Doch Angelina fand schon bald eine neue Liebe. Wieder am Set. Nummer 5. Angelina Jolie und Brad Pitt. Zwei Jahre nach der Scheidung von Billy Bob Thornton drehte Angelina Jolie gemeinsam mit Brad Pitt den Actionstreifen Mr. und Mrs. Smith. Dabei wurden Gerüchte laut, die beiden wären ein Paar. Ziemlich pikant daran ist allerdings, dass Brad Pitt damals noch mit Jennifer Aniston liiert war. Kurz darauf trennten sich die beiden und Brad Pitt und Angelina Jolie wurden tatsächlich ein Paar. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heiratete das Paar 2014. Zwei Jahre später reichte Angelina jedoch die Scheidung ein. Das waren unsere 5 Stars, die sich am Set verliebt haben. Welches dieser Paare kanntest du noch nicht und kennst du noch weitere Beispiele? Schreib uns deine Antwort wie immer in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen nach oben da. Abonnier auch gerne unseren Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.